Hallo, ich bin Alexander. Willkommen bei Abenteuer Naturfotografie. In diesem Video geht es darum, nie wieder kalte Finger beim Fotografieren. Ja, das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr unterwegs seid beim Fotografieren an kühlen Herbsttagen oder auch im Winter. Es ist dann schon ziemlich lästig, wenn einem die Finger dann einfrieren, wenn man kalte Finger hat. Erstmal nicht nur, weil es lästig ist, aber man kann die Kamera dann auch schlecht bedienen. Die Bedienrädchen und Knöpfchen werden bei den modernen Kameras oder sind bei den modernen Kameras ja schon immer kleiner geworden. Und bei den alten Spiegelreflexkameras auf Film oder Dia, da waren die natürlich noch ein bisschen größer. Aber klar, Kamera wird kleiner, Knöpfchen werden auch kleiner. Und ich persönlich, ich hasse das, kalte Finger zu haben, genauso wie ich es hasse, wenn meine Ohren kalt sind. Ich habe natürlich halt solche kleineren, mittelprächtigen Dumbo-Ohren. Ich hasse das einfach. Und natürlich heute bei diesem Video, ein Video über kalte Finger zu drehen bei plus 10 Grad. Was will man machen? Ich habe es nicht, oder wir haben es nicht eher geschafft. Aber der April steht vor der Tür und der April macht, was er will, wie es so schön heißt. Und da gibt es ja sicherlich auch noch ein paar kalte Tage. Also, kalte Finger vermeiden bei der Fotografie. Man kann sie in eine Hosentasche stecken, man kann sie in eine Jackentasche stecken und dann an die Kamera gehen. Aber wenn man auch unterwegs ist, die Kamera trägt oder Stativ auf der Schulter, die Hände sollten dann schon gut geschützt sein. Man kann sich natürlich auch warme, heiße Gedanken machen. Funktioniert bei mir nicht. Ich habe dann immer trotz alledem kalte Finger. Okay, der eine oder andere sagt, ich mache mir nicht ganz so heiße Gedanken, aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder, oder das ist ein anderes Thema. So viel dazu. Nun, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten hier, was ich an meine Hände anhabe hier. Das sind meine alten Wollhandschuhe, die allerersten, die sind schon Ewigkeiten alt. Die habe ich mir damals mal in so einem BW Military Shop gekauft, weil ich dachte, okay, die Hände bleiben schön warm, die Fingerkuppen sind frei und ich kann die Kamera bedienen. Ist natürlich nicht schlecht, aber die Fingerkuppen, die braucht man natürlich, um, wie gesagt, die Rädchen und Knöpfchen an der Kamera zu bedienen. Nur diese Handschuhe tragen ist dann kontraproduktiv in dem Moment. Da gibt es dann andere Varianten. Ich ziehe die hier mal aus. Eine andere Kombination mit diesen Wollhandschuhen, mit diesen Fingerlingen, wie sie, glaube ich, auch heißen, sage ich dann im Verlauf des Videos nochmal. Irgendwann habe ich mir dann gedacht gehabt, okay, da ich auch Taucher bin, habe ich auch mal Neoprenhandschuhe genutzt, aber die sind dann halt zu dick, so 3 bis 5 mm kann man nutzen, sind relativ günstig, wenn man sich günstige im Tauchshop besorgt, halten die Finger dann auch ganz gut warm. Ich habe dann wiederum im BW Military Shop Neoprenhandschuhe gefunden, der Marke Eisbär, finde ich recht gut für kühlere Herbsttage, kann man sie wunderbar nutzen. Und das Tolle, was ich dabei an diesen Handschuhen finde, ist, man kann den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger öffnen. Dafür hat man hier oben dann so zwei, einmal Flausch und Klett, dass man sie wunderbar hier oben befestigen kann. Und so hat man drei Finger, beziehungsweise zwei Finger und einen Daumen, bevor da jetzt wieder einer mäkeln ist. Ne? Zwei Finger, einen Daumen, um die Kamera zu bedienen. Da natürlich, wenn man beide Handschuhe dann an hat, ist das natürlich wunderbar. Hier halte ich das Objektiv. Die Finger sind dann geschützt vor Kälte. Wenn ich dann die hier auch nochmal brauche, kann ich es dann mal ganz schnell umklappen. Und ich habe wieder die zwei Finger und den Daumen, um am Objektiv oder an der Kamera noch meine Einstellungen zu vollführen. Wunderbar hier auch zum Zuziehen, sind relativ lang und ein bisschen gummiert, dass man auch Griff hat und man kann die Kamera wunderbar halt auch dann tragen. Finde ich sehr gut. Allerdings bei richtig, richtig kalten Temperaturen habe ich dann auch bei den Handschuhen gemerkt, halten nicht mehr ganz so warm. Ich würde jetzt bei diesen hier sagen, ja, so 0 Grad kann man sie noch gut nutzen. Aber alles, was drunter ist, wird es dann auch problematisch. Wobei ich natürlich auch wieder anführen möchte, dass das Kälteempfinden bei jedem Menschen ja auch anders ist. Das steht auch wiederum außer Frage. Der eine bekommt schneller kalte Finger und kalte Hände, der andere halt weniger. Ist nun mal so. In letzter Zeit
Nein, fange ich weiter an. Dann habe ich wieder eine Idee gehabt, habe ich dann auch gesehen gehabt. Und zwar der Marke Kaiser. Finde ich ganz gut, die Handschuhe. Allerdings sind sie hier ein bisschen kurz geraten. Wenn ich diese dann anziehe, sind Fingerlinge, gehen nicht ganz so weit rauf, wie man hier sieht. Allerdings gar kein Problem, dann zieht man halt die Jacke ein bisschen weiter rüber und das ist dann auch okay. Diese Handschuhe finde ich sehr schön, gibt es auch im Angelladen, Jagdladen, Fotoladen. Wie gesagt, die Marke Kaiser ist euch am Begriff, auch so Fotozubehör und so weiter. Ein bisschen Kunstleder da, hier dran an den, Handfläche, in der Handfläche, wo man die Kamera auch gut tragen kann. Hier sind die Finger und der Daumen offen. Allerdings auch wieder eine tolle Sache, ich kann hier den Daumen drüber, auch wieder mit Flauschband und Klett, Daumen schließen und die ganze Handfläche kann ich hier drin ein, wie Fäustlinge, oder sind dann Fäustlinge. Ja. Und wenn ich dann halt die Fingerfertigkeit brauche, einfach hier mit Klett, zack und zack, den Daumen und die Finger frei und dann habe ich natürlich wieder meine Fingerfertigkeiten, um meiner Kamera Einstellungen zu machen. Wie gesagt, rechts und links natürlich. Das Schöne hierbei ist dann auch wiederum, ich habe hier vorne zwischen Mittelfinger und Ringfinger so ein kleines Band, um die Handschuhe dann ohne Probleme wieder ausziehen zu können. Das ist eine schöne Sache. Diese hier habe ich auch ganz gerne mal genutzt, oder nutze ich auch immer noch, je nachdem. Kann man auch bis zu den, um die 0 Grad halten, die warm. Ansonsten ist das Fließmaterial doch nicht ganz so wärmend in dem Moment. In letzter Zeit, andersrum, wenn es nicht ganz so kalt ist, mal am frühen Morgen, wenn ich dann auf dem Weg zum Tarnzelt bin, habe ich dann ganz normale Stoffhandschuhe wie diese hier. Da sind dann auch so Gummierungen dran und ihr könnt es vielleicht auch sehen am Daumen und Zeigefinger, um dann halt das Handy, Smartphone bedienen zu können. Das funktioniert eigentlich relativ gut, mal mehr, mal weniger. Wie gesagt, wenn ich so unterwegs bin, nicht ganz so kalt morgens, auf dem Weg zum Tarnzelt und so weiter, wenn das Wetter feucht und klamm ist, ist es mal ein bisschen kalt und dann halt das Metall oder das Stativ ist ja immer recht kalt, ziehe ich solche Handschuhe hier an, so ganz normale Stoffhandschuhe, kriegt man beim Sporthersteller für knapp 10 Euro, gar kein Problem. Natürlich auch beim Sportausstatter, Hersteller habe ich gesagt, Sportausstatter, etwas dickere, die allerdings auch noch hier vorne für das Handy, so ein, ja, so ein für Touch-Handy und für die Kameras zum Touchscreen zum Nutzen an Daumen und Zeigefinger. Etwas wärmere Handschuhe, die trage ich eigentlich sehr gerne und auch schon habe ich auch schon ziemlich lange. Bei den einem oder anderen Videos an kalten Tagen, die wir gedreht haben, könnt ihr auch sehen, dass ich diese Handschuhe hier dann trage. Die habe ich mir bei dem Sportausstatter Decathlon sicherlich auch im Begriff besorgt, haben auch, keine Ahnung, um die 10 oder 15 Euro gekostet, aber eine gute Investition, sind sehr gut diese Handschuhe. An richtig kalten Tagen, wenn es richtig, richtig kalt ist, unter 0 Grad in den Minusbereich rein, könnt ihr es natürlich auch extrem bewerkstelligen und dann richtige Winterhandschuhe tragen, solche Klopper hier. Na, ich ziehe mal beide an, damit ihr seht. Aber das sind praktisch Skihandschuhe, richtig dicke. Ich habe die schon bei minus 15 Grad getragen und waren super warm. Allerdings bei diesen Fingern, ihr seht, da hat man ratzfatz Wurstfinger. Da kann man keine Kamera mehr mit bedienen. Da kann man selbst den Auslöser nicht mehr richtig drücken, weil man hat einfach kein Gefühl mehr im Zeigefinger. Und die sind natürlich, finde ich, dann extrem und da rate ich dann von ab, es sei denn, ihr seid auf dem Weg irgendwo zu einer Fotohütte, die beheizt ist oder wie auch immer. Eine Sache, die ich auch noch sagen wollte zu diesen Handschuhen hier, die man als Fäustlinge nutzen kann dann auch, da gibt es mittlerweile, habe ich gesehen, auch von der Marke Rolei welche, sind etwas länger und die sind auch vom Material her, ich habe sie jetzt nicht, werde ich mir auch nicht kaufen, ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut auf der Seite, etwas dickeres Vlies und so weiter, Kostenpunkt war glaube ich 25 Euro oder irgendwie sowas, da könnt ihr ja selbst mal bei der, auf der Seite von Rolei mal nachschauen. Wanderparkplatz und Weg, fahren noch ein paar Autos her, wenn ihr das im Video gehört habt. Was ich noch sagen wollte, da komme ich auch gleich zu,
Wenn ihr solche dicken Winterhandschuhe, gibt es natürlich zum Skifahren, gibt es natürlich nicht als Fingerlinge, sondern auch als Fäustlinge. Das kann ich euch empfehlen. Ihr besorgt euch einfach ein paar Wollhandschuhe, so wie ich sie hier noch habe, Fingerlinge aus Wolle, ja, die passgenau sitzen, und dann besorgt ihr euch einfach so dicke Winterhandschuhe zum Skifahren, wie gesagt, oder zum Wintersport, Snowboarden, was es da nicht alles gibt, einfach als Fäustlingsversion. 1 bis 2 Nummern größer sollten die sein. Das Schöne dabei ist, ihr könnt dann mit euren Wollfingerlingen in die dicken Fäustlinge rein, und wenn ihr dann zum Fotografieren eine Hand braucht, zieht ihr einfach die Handschuhe aus, die Fäustlinge, und habt dann die Fingerlinge an, die Hand bleibt noch warm, und für die Zeit, wo ihr fotografiert, habt ihr dann die Fingerfertigkeit. Das ist eine Möglichkeit, die ihr da nutzen könnt. Die Handschuhe, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, hier meine Fingerlein, ich weiß nicht, die haben damals, glaube ich, wie gesagt, im BW Military Shop, glaube 5 oder 6 D-Mark noch gekostet und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch meine Kamerafrau, die Corinna, die hat, steht hinter der Kamera, kann sich nicht viel bewegen, bewegt sich nicht viel. Ich hampel ja immer vor der Kamera rum, wisst ihr, immer über kalte Finger geklagt, wenn wir im Winter, Herbst, Winter unterwegs gewesen ist. Und da habe ich dann gedacht gehabt, kaufst du ihr mal ein paar richtig schöne, gute, ja, Winterhandschuhe. Dasselbe hat sie natürlich dann auch gedacht gehabt. Ich meine, ich habe ja noch nicht genug, ja, aber ich wechsle ja immer gerne, je nach Anforderung. Ich habe dann auch welche bekommen, und zwar diese, welche Handschuhe hier. Der Marke Haukeland, Photographer's Clothing, ist euch auch ein Begriff. Hier die Fingerlinge, im Grunde dasselbe Prinzip, wie ich euch gerade in der günstigen Variante erklärt habe. Einmal etwas längere Handschuhe aus so einem Softshell-Material. Dann auch hier wieder die Bereiche gummiert, wo man dann halt auch Handy, Smartphone bedienen kann, oder die Kamera, Touch-Display. Mein Gott, muss gleich mal wieder einen Tee trinken. Diese Handschuhe jetzt einzeln, die Fingerlinge, die habe ich bei minus 5 Grad getragen, und die Finger waren wirklich sehr warm, muss ich sagen. Top. Ne? Von dem Ganzen, wie gesagt, Softshell-Material. Man kann auch wunderbar die Kamera noch bedienen. Ob ich jetzt meine 1DX damit bediene oder meine Olympus OM1, ist hiermit alles gar kein Problem. Gute Wärmeleistung. Verarbeitung und so weiter, okay. Ja, sind ganz normale Fingerlinge aus Softshell. Zeige ich euch mal, bei mir ist das Problem, wenn ich die Handschuhe anhabe, hier vorne, der kleine Finger, der knickt sich bei mir hier ein. Aber das liegt daran, wenn ihr mal meine Hand anschaut, ne, hier gibt es einen ganz schönen Abfall zu meinem kleinen Finger. Und das habe ich eigentlich bei allen Handschuhen immer das Problem gehabt, bei Fingerlingen, dass ich hier diesen Knick habe. Tut der Sache aber jetzt keinen Abbruch, wollte ich nur mal so sagen. Da müsst ihr dann schauen. Auf jeden Fall, diese Handschuhe aus Softshell sind schon nicht schlecht. Was habe ich gesagt? Minus 5 Grad und wirklich wunderbar, wunderbar warme Finger. Natürlich in Kombination, Corinna hat dieselben, genauso wie ich auch, gibt es dann hier die Fäustlinge dazu. Materialverarbeitung, wie bei den anderen Handschuhen hier, bei diesen Handschuhen auch, ist okay, kann man nichts zu sagen. Sehen wertig aus, sind fertig, haben wir den ganzen Herbst und Winter genutzt, auch bei minus 10 Grad. Dann in Kombination, das Schöne dabei ist, wie ich gerade gesagt habe, die etwas günstigere eigene Variante, kann man mit den, gibst du deinen Senf dazu, wunderbar, kann man mit diesen Fingerlingen aus Softshell in die Fäustlinge rein. Und die sollen dann bis minus 20 Grad die Hand, die Hände, Finger wärmen und schützen. Sind sehr hochgeschnitten, finde ich sehr gut. Hier kann man sie nochmal schön festmachen. Tolle Sache. Hier vorne ist auch noch ein Zugband. Automatisch, um hier oben zuzumachen. Dann ist wirklich absolut dicht und sie halten. Soweit eine tolle Sache. Wie gesagt, beide Fäustlinge sind gleich konzipiert. Hier vorne so ein Lederimitat, wie auch immer. Und dann ist das der Clou, wie bei den einfachen Modellen hier, wo man Fäustlinge rausmachen kann, sind das hier Fäustlinge. Es ist hier vorne ein Reißverschluss, gummiert, den man dann öffnen kann.
Ich finde es ein bisschen problematisch. Das Design hat sich dann ist nicht ganz so toll, meine Meinung, finde ich, dass man dann praktisch die Finger hier eben auch hat, aber die Hand noch gewärmt wird. Was mir jetzt hier fehlt, ist auf jeden Fall ein Klett, den ich hier dann rauf machen kann. Ihr seht auch, die Handschuhe sind hier schön puschelig mit Vlies, tolle Sache. Aber mir fehlt halt hier der Klett wie bei diesen Handschuhen hier, ne, dass man das weg hat. Okay, ist nicht ganz so. Jetzt gehe ich mal ganz kurz aus der Kamera raus, weil ich brauche die Kamera. Ich habe jetzt hier meine Sony, die kleine. Und wenn ich jetzt aufmache und die Kamera greife, habe ich hier diesen Bereich immer im Weg. Das habe ich bei meiner 1DX und bei meiner OM1 schon gehabt und auch so. Ich müsste jetzt, oder ich muss so umgreifen, ne, dass ich dann praktisch hier die Kamera ordentlich halten kann. Und mit dem dicken Daumen, wo ich dann auch das Einstellrad oder den Joystick am Kamerabody bediene, habe ich hier null, aber auch wirklich gar kein Gefühl. Hier vorne, ich dachte erst, man könnte das hier umklammern, weil hier vorne noch so ein Bereich ist, damit ich den Daumen auch gut bewegen kann. Ist ein nettes Detail, aber ich weiß nicht, es nützt mir nichts, wenn ich nur den Zeigefinger und den Mittelfinger habe, um meine Kamera zu bedienen, beziehungsweise den Zeigefinger, aber ich kann den Daumen nicht bewegen, weil bei meiner Fotografie, ich benutze den Zeigefinger zum Einstellen, ja, an der Kamera und den Daumen, wie gesagt, am Einstellrad, Knöpfchen oder Joystick. Und da habe ich mit den dicken Handschuhen hier wirklich null Gefühl. Ich habe es probiert, funktioniert gar nicht. Ja, und dann das zu machen wieder. Jeder Reißverschluss, ihr kennt es auch sicherlich, vielleicht, weiß ich nicht. Wir kennen es von Jacken, Schlafsack zum Beispiel. Jeder Reißverschluss ist Angriffspunkt für Feuchtigkeit, für Nässe und für Kälte. Da dachte ich auch erst, okay, direkt oben an den Fingern, ja, hier, wenn ich aufmache, hier sind die Finger, da kommt die Feuchtigkeit oder die Kälte durch, ist bei den Handschuhen Gott sei Dank in dem Fall nicht. Ja, wie gesagt, wir haben sie wirklich bei minus 10, minus 15 Grad im letzten Winter jetzt, der erst ein paar Wochen zurückliegt, auch getestet, ist gut. Wenn ich dann die Fingerfertigkeit wirklich wieder brauche, muss ich die Handschuhe wieder ausziehen, schwupp, damit ich wieder so arbeiten kann. Ein kleines Detail, was ich gerade noch auf jeden Fall sagen möchte, ist hier so ein Zugband. Da kann ich wunderbar rein in die Handschuhe. Ihr wisst, ich mag so kleinere Details. Da achte ich halt auch immer drauf. Dann ist hier vorne noch so ein Fach, wo man laut des Herstellers ein Kameratuch, Linsentuch reinpacken kann. Ist auch, wie gesagt, bei dem linken Hand, bei dem anderen Handschuh, bei dem linken jetzt auch. Oder man kann ein kleines Wärmepad hier reinpacken. Gibt es ja auch, wenn es richtig kalt wird. Allerdings finde ich, dass ein Wärmepad auf der Oberfläche der Hand wenig Sinn macht. Ich hätte es eher eigentlich in der Handfläche gemacht, weil da die Hand auch warm sein muss, soll. Aber so ein Wärmepad im Handschuh habe ich noch nie benutzt. Ist unsinnig. Also kommt dann hier auch ein Linsenreinigungstuch dann rein und fertig, wieder links, wieder rechts im Handschuh oder links im Handschuh. Ja, soweit das. Das ist praktisch da gegenüber meinen anderen Winterhandschuhen, der Rolls-Royce unter den Handschuhen in Kombination. Ich weiß, man kann, glaube ich, bei der Firma Haugland hier den Fäustling und den Softshell-Fingerlinge separat einzeln kaufen. Wir haben sie beide komplett. Ihr werdet sie wahrscheinlich kennen. 89 Euro für ein paar Handschuhe ist natürlich schon eine Hausnummer. Für die Qualität, für die Verarbeitung und so weiter von den Fäustlingen, ja, ist okay, keine Frage. Von diesen Softshell-Handschuhen hier, von der Herstellung her und so weiter, in Kombination 89 Euro finde ich echt übertrieben. Sie halten, was sie versprechen, was die Wärmeleistung betrifft. Die Qualität, des, wie lange sie halten, so lange haben wir die noch nicht, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, Preis-Leistungs-Verhältnis, diese Kombination Fingerlänge plus Fäustlänge für, sagen wir mal, 50 Euro, würde ich als angenehmer und auch legitim bezeichnen, aber keine 89 Euro in dem Fall. So, jetzt muss ich mir erstmal einen Schluck Tee trinken. Ja, erstmal ein Becherchen Tee.
Als Beispiel nehme ich nochmal die Handschuhe hier von Auckland. Und zwar blende ich euch da gleich nochmal ein Video ein, was wir vor ein paar Wochen gemacht haben. Ich habe jetzt die beiden Fingerlinge an und ich ziehe die Handschuhe an, die Fäustlinge. Also, der eine hier und der linke. Und was ich sagen möchte, jetzt nicht nur mit diesen, auf diese Handschuhe bezogen, sondern auf alle Handschuhe, beziehungsweise auch Handschuhe in Kombination. Wie gesagt, Fingerlinge in Fäustlinge reinquetschen. Das ist wirklich nicht einfach. Anziehen kann man sie. Ja, ich blende euch jetzt mal ein Video ein, wie ich gerade gesagt habe, was wir vor ein paar Wochen gedreht haben. Es ist gar nicht so einfach, diese Handschuhe hier zu bedienen, kann man ja nicht sagen, zu nutzen, weil ihr seht es auf dem Video, es ist ein wenig kompliziert, wenn man die beiden anhat. Ich blende das mal ganz kurz ein. Ja, jetzt habe ich euch ein paar Handschuhvarianten vorgestellt, wie ich sie unterschiedlich nutze, unterschiedlichen Temperaturen, wenn ich unterwegs bin und auch unterschiedliche Gegebenheiten und so weiter. Hier der ganze Packen an Handschuhe, die ich hier habe. Toll, gleich kann ich es erst wieder nach Paare sortieren, egal. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen, was es da für Modelle und für Möglichkeiten gibt, damit ihr an kühlen und kälteren Herbst- und Wintertagen keine kalten Finger beim Fotografieren mehr habt. Bis zum nächsten Mal und habt Spaß mit der Kamera in der Hand. Euer Alexander.